glasklares Wasser haben wir. Ich kann den Fisch schon sehen. Ja moin meine Lieben, herzlich willkommen bei der ersten Folge Johnny Meets. Und die erste Folge habe ich den ersten Gast und das ist der Robin Illner. Der müsste auch jeden Augenblick hier eintreffen, hoffe ich. Und wenn man von ihm spricht, da kommt das schon, ne? Moin Robin! Okay. Hey! Moin nicht, wenn wir mittags, ne? Grüß dich, ja Junge, alles klar? Gut angekommen? Gut angekommen, ja. Wir haben es top gefunden. Super. Hat das gut funktioniert. Ja, wir haben es auch gut gefunden, ne? Ja. Also, regnet ein bisschen, Wetter ist aber nicht ganz gut. Ich würde sagen, wir starten. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Ne? Ja. Starten wir direkt durch? Ja, auf geht's. Ja, sauber. Ich fahre dir einfach hinterher. Zum Wasser, du kommst mir einfach hinterher, ich fahre kurz hier rein und dann bohren wir auf. Laden wir alles raus. Und dann geht's schon los mit dem Angeln. Angeln, ne? Super! Bis gleich. Robin, wir sind ja jetzt am Platz angekommen. Ja, genau, so sieht's aus. Ich vermute mal, wir müssen jetzt noch ein bisschen laufen, ne? Ja, hier ist Ende mit den Autos, ganz genau. Wir packen jetzt unseren Trolley zusammen. Fliegen drauf, Zelte drauf, Routen drauf, alles, was wir brauchen. Okay. Dann geht's hier querfeldein über die Wiesen, über Stock und Stein. Wir laufen ein paar hundert Meter nochmal den Fluss entlang. Können gleichzeitig schon mal hier und da ein bisschen stoppen, schon mal am Fluss gucken. Oft ist es so, du siehst schon mal ein paar Fische unter der Oberfläche, irgendwo gerade in dem Totholz, was wir hier natürlich in dem Fluss immer wieder haben. Okay, das sind dann so Spots, wo man vielleicht sagen könnte, okay, hier machen wir jetzt Rast und versuchen. Beispielsweise, genau. Also die überhängenden Bäume sind natürlich immer gut. Gleichzeitig aber auch die Flussmitte, die tiefe Rinne unten, da ziehen die Fische einfach durch, hoch und runter. Okay. Und da können wir sie abgreifen. Genau, wir laufen jetzt ein paar hundert Meter darunter. Ja, also dann Sachen raus, los geht's. Na, Zielfische sind die friedlichen Wasserbewohner natürlich mit dir. Klar, ganz genau. Es geht um Friedfische. Mhm. Wir wollen versuchen, hier heute eigentlich einen Karpfen zu fangen. Wirklich große Fische. Da, obwohl es ein sehr kleines Fließgewässer eigentlich nur ist, ist sehr nährstoffreich, ist ein Tieflandfluss. Wahnsinnig viel Fisch gibt es nicht, aber wenn man Fische fängt, hat man auf gute. Ja. Und die versuchen wir jetzt zu fangen. Ja, dann hoffe ich mal, dass du mir heute einen friedlichen Wasserbewohner an den Haken zauberst. Und bin ich mal gespannt. Ja, alles klar. Los geht's. Los auf geht's. Ne? So. Also, ein paar Haken raussuchen, du wirst sehen, wir brauchen nicht wahnsinnig viel. Meine Flussmontagen sind wirklich ziemlich einfach gehalten. Das ist, sag ich mal, auch der Sinn und warum ich auch heute mit dir einen Film mache, weil ich einfach mal, dass du mir mal zeigst, mal so zwei, drei ganz einfache Montagen, wie ich, sag ich mal, schnell zum Fisch komme, ja, ohne riesengroßen Aufwand jetzt. Und sag mal, den Zuschauern, für die Anfänger, die sind da bestimmt auch gespannt. Klar, gar keine Frage. Das sind noch nicht mal Montagen, die wirklich nur für Anfänger geeignet sind, sondern wirklich Montagen, die ich auch so ganz normal angle, ja, wenn ich privat unterwegs bin, ohne Kamera dabei, dann angle ich wirklich im Fluss einfache Montagen. Ihr seht hier jetzt beispielsweise, ich habe viele Gummiköder, ich bin absoluter Fan. Achso, das ist Gummi? Ja, das ist Gummi, genau, mit Gummiködern zu angeln, einfach Imitate. Echt? Und das spucken die nicht aus? Nein, das spucken die nicht aus. Und wenn sie es ausspucken, müsst ihr halt die Montage so gut, dass der Haken sofort greift. Achso, okay, Selbsthakenmontage. Genau, es geht einfach darum, mit diesen Gummiködern kannst du halt unheimlich gut Farbe mit ins Spiel bringen. Ja. Das ist halt eine Sache, die ich gerne einsetze. Und genau, die kommt halt jetzt auch hier drauf, gerade in Kombination mit Partikeln beispielsweise. Ja, genau. Ja, fangen wir einfach an. Bin mal gespannt. Kunstmeiß. Wahnsinn. Ja, beim Raubfischangeln, ne? Der kennst du das, Zander, ja, und Hecht, Barsch. Aber der beißt, aber der merkt Gummi, sofort weg damit. Ja? Ja, okay. Die schlucken den nicht. Nee, das ist gar kein Problem. Also, ja, die Montagen sind so. Aber der ist jetzt echt, das ist ein Boilie. Das ist ein Boilie, das ist ein Bloody Chicken von uns. Das ist ganz normaler Boilie, der unheimlich schnell arbeitet, sich unter Wasser schnell löst. Und was ich halt viel im Fluss verwende, sind halt Vorfachmaterialien, das sind sogenannte Kombi-Links, die ich hier einsetze. Das bedeutet, diese Kombi-Links, die sind im Prinzip ummantelt. Da siehst du das mit so einer Silikonschicht und da gibt es halt Tools, wie man das runterziehen kann. Ich mache das immer ganz einfach. Ach, einmal, musst du das runternehmen? Ja, einmal kurz anreißen, zeige ich dir. Einmal kurz einreißen und dann ziehe ich den Schlauch einfach runter komplett. Hier ist der Schlauch. Okay. Und jetzt hast du einfach den Vorteil, dass das obere Stück halt ummantelt ist, also relativ hart oder steif. Das heißt, du hast durch Krebse, durch Wollankrabben beispielsweise, durch Kleinfische nicht die Gefahr, dass es sich vertüddelt. Auch beim Wurf kann sich dann nichts vertüddeln, überschlagen. Ja. Unten das Stück, das Mundstück ist im Prinzip sehr weich. Das heißt, der Karpfen kann den Köder wirklich weich entgegennehmen, zieht den ein, dreht sich weg und hakt sich selbst. Das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Super. Naja, gut, was brauche ich? Ihr seht es hier, 40 cm
Von dem Kombilink halt. Dann mache ich mir unten. Kombilink. Kombilink heißt das genau. Ummantelte Vorfächer. Okay. Dann mache ich mir unten einfach eine kleine Schlaufe rein. Kannst du das mal so ein bisschen näher machen? Klar. Dass man die Zuschauer das auch mal sehen. Also wie gesagt, unten einfach doppelt nehmen, eine kleine Schlaufe rein. Was man bei dieser Schlaufe für einen Knoten macht, das ist eigentlich relativ egal. Der muss nur halten. Der muss nur halten. Ne? Ja. Also einfache Knoten zweimal. Einfache Knoten auf dieser Schlaufe sitzt gleich. Der hält auch nichts, da sitzt nur der Köder hinterher drauf. Ah, okay, ich verstehe. Also einfach nur eine kleine Schlaufe. Mhm. Immer eine Schere parat. Also ist das so gesehen das Haar? Das wird jetzt gleich das Haar. Ah, okay. Ich binde mein Haar immer zuerst. Das hat einfach den Grund, dass ich die Haarlänge dann, wenn ich den Köder auch auf dem Haar aufgefädelt habe, jetzt in dem Fall ein gelbes Maiskorn und die Kombination gelbes Maiskorn mit einem Bloody Chicken Boilie. Ja. Ist tödlich. Ja, die funktioniert immer. Okay. Aber die kann ich an jedem Gewässer einsetzen, das klappt einfach jedes Mal. Ja, das ist gut, ne? Und wenn ich jetzt den Köder halt montiere, das heißt, ich ziehe den jetzt einfach hier aufs Haar auf. Ja. Das Ganze sieht dann so aus. So, Robin, erste, sagt man dazu, Wig? Erste Wig, genau. Das ist das fertig. Das Vorfach. Genau, einfach die Montage im Prinzip. Ne? Genau, ja? Können wir auch auf Deutsch sagen, einfach Montage. Montage, ne? Fertig. Haben wir fertig? So, jetzt geht's ja weiter. Was brauchen wir jetzt? Grundblei? Ja, im Endeffekt ist es ganz einfach. Also im Fluss habe ich halt relativ schwere Bleie. Das heißt, ich fische jetzt hier so Bleie. Ich muss nicht wahnsinnig weit werfen. Es ist ja echt ein schmaler Fluss. Da kann ich hohe Gewichte nehmen. Und ich fische jetzt hier schon mit einem Gewicht von 180 Gramm. Das sind schwere Bleie. Mag viel klingen. Ist, also klar, aber im Endeffekt ist es ja so, ne, wenn ich einen Blei habe, ich einen Blei habe von 100 Gramm oder ich habe da einen Blei von 250 Gramm liegen, dem Karpfen ist das jetzt ja erstmal relativ egal. Umso schwerer mein Blei ist, je besser ist mein Hakeffekt aber. Ah, okay, wegen der Selbsthake. Genau, und ich darf den Fluss einzig vergessen, ich habe hier eine Fließ, also der fließt ja, klar, und dadurch habe ich auch eine Schleppkraft vom Fluss, ne. Klar, wenn Holz beispielsweise weggetrieben wird dadurch und ja, das muss ich mit einrechnen einfach. Ne? Und klar, deswegen habe ich ein bisschen schwere Bleie. Die sind ja auch ich noch eins. Die sehen ja aus wie so Steine eigentlich, ne? So mit Sand. Genau, das sind so Bleie, die sind jetzt ummantelt mit einer Sandschicht. Okay, nicht damit schlecht. Die halt nicht zu sehr auffallen. Also sagst du, ein Karpfen, der an stark befischten Gewässern, der sieht ein Grundblei und weiß, aha, und sieht daneben den Köder, der empfindet das als Gefahr. Könnte er. Ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen. Okay. Also ich trau Karpfen generell jetzt nicht so eine hohe kognitive Leistung zu, dass sie wirklich erkennen, das ist ein Blei. Okay. Nichtsdestotrotz wird es nicht schaden, wenn ich ein Blei verwende, was einfach ein bisschen getarnt ist. Okay. Vieles ist ja, das kennst du selber auch aus deiner Angelei wahrscheinlich, vieles ist ja, spielt ja auch im Kopf der Angler sich das ab. Das ne? ist es, ganz, ganz und, viel. Und das ist auch sehr schwer, das abzuschalten. Keine Frage. Und dafür ist es halt gut, dann einfach auch sowas zu verwenden. Ne? Super. Was ich aber auch mache, ich verwende in anderen Situationen, jetzt nicht hier, aber in anderen Situationen teilweise auch bunte Blei sogar, ne? Um einfach die Neugierde der Fische nochmal zu wecken und dann sogar so einen visuellen Reiz zu schaffen. Das mache ich jetzt hier im Fluss eher nicht. Hier geht es wirklich darum, die Fische in der tiefen Rinne einfach abzugreifen. Da fische ich wirklich so, dass es nicht wahnsinnig auffällig ist. Und naja, es wird jetzt nicht schaden, wenn ich so ein Blei verwende. Okay, genau. Nö. Ja, das Ganze wird ich ganz. Ja nicht. Ich habe nur gedacht, weil ich sehe das manchmal, irgendwelche Facebook-Posts, die haben da ihre Montagen mit Gras und weiß ich meine, Camouflage, da denke ich mir, boah, voll übertrieben. Ja, nee, kann man machen, ist jetzt für die Flussangelei nicht wirklich nötig. Oh, okay. So, wenn du im dichten Kraut angelst, im See und du angelst wirklich auch Fische, die auch Haken kennen, dann das macht schon das schon Sinn, sowas einzusetzen, ja. Aber das brauchen wir hier nicht. Super. Hier brauchen wir vor allen Dingen eins, einen vernünftigen Hakeffekt, deswegen schwere Bleie, die einfach auch so eine gute Form haben, gut am Boden liegen bleiben. Hier ist das Blei. So, lege ich kurz hier hin. Ja. Die Montage ist wirklich einfach. Ich verwende Safety Clips. Ja. Für die Flussangelei, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir haben hier oben so einen Gummischlauch, der so konisch zuläuft. Vorne ein bisschen dicker, hinten ein bisschen dünner. Hier ist ein Plastikclip. In diesem Plastikclip habe ich am unteren Ende ist mein Wirbel angebunden. Okay. Der Wirbel, der kommt in diesen Clip hinein und ist dann straff. Wenn ich den da reinziehe, so ist dann straff in diesem Clip drin. Hat er geklippt. Hat geklippt, hat man kurz gehört. Ne? Genau. So, der ist jetzt fest hier drin. Da wackelt nichts, da brauche ich wirklich Kraft, um den rauszuziehen. Mhm. An diesem Safety Clip ist unten so eine Nase. Ah. Und da kommt dann mein Blei rein. Und das verlierst du auch nicht. Ja, das würde ich jetzt natürlich schon verlieren. Und dafür ist halt dieser kleine Schlauch hier da. Ah, ich verstehe. So, ist ganz einfach. Oh, super geil, ne? Kommt da einfach drauf, der Schlauch, und dann sitzt der da. Okay, so sieht das Ganze aus. Warum heißt das Ding Safety Clip? Ne? Sicherheitsclip hat einfach vollen Grund, wenn ich mal einen Fisch fange. Ja. Und im aller ungünstigsten Fall, es kommt selten vor, aber es kann halt vorkommen, habe ich einen Schnurbruch hier oben. Ja. Dann wird der Fisch da das Blei hinter sich herziehen. Ah, dann kann er das. Und das wollen wir nicht. Und dann kann der Fisch halt einfach, wenn er einmal Druck macht, zieht er halt das Blei raus. Ich Blei ist verloren.
Aber der nächste Vorteil ist ja auch, du kannst jetzt auch einfach mit dem Blei variieren. Mal ein bisschen schwerer, mal ein bisschen leichter. Deswegen brauchst nicht jedes Mal neu binden, neue Knoten. Richtig. Ich habe meine ich mache viel Overnighter. Meine Routen sind eigentlich immer montiert, aufgebaut. Wenn ich am See angel, brauche ich teilweise andere Formen, wo ich weiter mit werfen kann. Leichtere Bleie für schlammigen Boden. Hier brauche ich schwere Flussbleie. So bin ich sehr flexibel, kann es einklippen und fertig. Gut. Das gefällt mir. Das ist ganz einfach. Hier unten habe ich dann meinen Wirbel. Schnell und praktisch, ne? Schnell und praktisch, total. Ja, fahre ich auch total drauf ab. Habe ich ja gesagt, meine Angelei ist wirklich relativ simpel, immer so kompliziert wie nötig, aber ich angele halt auch gerne so einfach wie möglich. Ich habe meine Montage, ich habe hier jetzt noch einen kleinen Gummischlauch, den habe ich mir einfach, das ist eigentlich so ein, von so einem Safety-Clip, den habe ich einfach abgeschnitten. Den packe ich hier oben drauf, das habe ich mir überlegt, dass ich sowas verwende und dann kommt meine Montage unten einfach eingeschlauft. So, die ist jetzt hier drin, das ist ganz einfach. Ronja, raus aus Robin sein Bett. Der. Die will in dein Bett. Komm, jetzt hat sie ihre Wurst gekriegt. Die Wurst hat sie schon gekriegt, jetzt brauchst du das Bett noch. Ja. Genau, so eine Art. Naja, der ist jetzt hier drauf. Jetzt könnte es ja passieren. Eigentlich passiert ja nichts, aber es könnte ja passieren, dass unter Wasser irgendwie da vom kleinen Fisch rum, dann zieht es das raus und wenn ich dann einen Biss bekomme, dann verliere ich den Fisch. Und deswegen mache ich da immer noch einen kleinen Schlauch drüber. Sicher ist sicher, ne? Safety einmal, first. Safety first, genau oben also drüber. Immer nur mit Gummi, ne? Immer nur mit Gummi, Gummipflicht. So. Okay. Das ist die Montage, das ist der Clip, das ist das Blei. Wir sind fertig, super. Los geht's. Erste Route raus? Ja. Ja, sauber. Ja, Robin, wir haben ja die Routen jetzt fertig. Ne? Richtig. Start klar. Zwei Routen sind im Wasser, Köder sind drauf, gefüttert haben wir auch ein bisschen. Genau. Was habe ich ja gerade beobachtet? Ja. Ist das nicht zu viel Futter, was du rausgeknallt hast? Ja, klar. Also Futtermengen variieren beim Karpfenangeln wahnsinnig. Ne? Das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Gewässertyp wir angeln. Es gibt Seen, die sind total nährstoffreich. Da musst du den Fischen einfach was hinlegen, auch eine gewisse Menge, damit die überhaupt. Ja, in die Versuchung kommen, dann Futter zu fressen, weil die einfach so viel Nahrung haben. Wir sind relativ zeitig im Jahr. Du hast gesehen, die Bäume sind gerade ausgeschlagen erst. Es ist noch nicht wahnsinnig viel Futter im Gewässer drin. Die Fische sind so langsam aus der Winterlethargie erwacht. Die Temperaturen gehen hoch, die Fische fangen an zu fressen. Momentan brauche ich nicht viel Futter. Gerade in den... das war nicht viel Futter, was du reingeschmissen hast? Nein, das war momentan war das echt nicht viel. Okay. Also, du darfst ja nicht vergessen, du bist auch Mitesser, ne, wenn du im Karpfenangeln bist. Du hast ja gerade die Brassen kommen, die Barben kommen, die Döbel kommen. Ne? Und auch ganz kleine Fische. Gerade der Mais, der wird auch von Rotaugen gefressen. Ja, Logo. Und die Mitesser, die hauen sich schon eine ganze Menge weg einfach. Und was ich jetzt hier reingeworfen habe, das waren sicherlich unter einem Kilo an Partikeln an Mais. Das waren vielleicht 300, 400 Gramm Boilies und 500 Gramm Pellets. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel. Die Pellets fangen unter Wasser an zu arbeiten, die lösen sich. Und auch die werden irgendwann von anderen Fischen dann weggefressen. Ja. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Ja. Ich kann zum Beispiel Boilies, und da brauche ich wirklich kleine Mengen, kann ich auch klein machen und mir noch so einen Futterballen ums Blei drum kneten. Und da kann ich einfach ein paar Boilies nehmen. Da brauche ich gar nicht viel. Ne? Also da packe ich mir einfach ein paar Boilies in so einen... Brauchst du die jetzt? Ja, die brauche ich gleich. In so einen, in so einen Quascher. Ja. Die haue ich mir da einfach rein. Ja, ein Quascher. Genau, und dann male ich die so. Ne? Okay. So, zack, zack. Es geht schnell, einfach. Jetzt werden die gemahlen. Möglichst klein. Und dann sieht das Ganze halt so aus. Wie gesagt, die klein gemahlenen Boilies. Mhm. Einfach ein bisschen zugeben, es funktioniert so ähnlich wie, wie so ein Grundfutter zum Rassenangeln, zum Fiederangeln anzurühren. Ne? Einfach. Ja, mein Vater ist der absolute Friedfischangler. Ja. Da kenne ich so ein paar Sachen eben von ihm. Ne? Okay. Es ist mir einfach zu viel Aufwand und ich mag es einfach, diesen aktiven Biss in der Hand. Ja. Aber deswegen hat mich das gerade so ein bisschen ans Grundfutter erinnert. Genau. Mein Vater da immer losgeht. Genau, du kennst das Grundfutter halt. Ne? Ja. Und jetzt wirst du feststellen, wenn du Grundfutter kennst, das Grundfutter löst sich ja relativ schnell. Ne? Und wir möchten jetzt ja möglichst langfristig einen Lockeffekt haben. Und dieser Teig, den wir jetzt hier machen aus Boilies, der klebt viel, viel, viel stärker. Ah. Guck dir das mal an. Das ist wirklich richtig wie so ein Teig. Der bleibt also auch liegen. Der bleibt lange um das Blei drum und gibt natürlich lange auch Aroma ab. Und das ist eine total simple Möglichkeit. Okay, aber jetzt kommt der Karpfen und nagt an deinem Blei rum. Ja, was ist, wenn er das Blei annagt? Ja, da passiert eigentlich erstmal nichts. Ne? Also kann ist jetzt nicht, dass er nagt, Gefahr weg? Nein. Der frisst das ja. Es kann natürlich mal passieren, dass du mal dadurch irgendwie mal so ein Zitscher in der Route hast oder so. Aber normalerweise
die Karpfen, die da kommen, ne? Du weißt ja, die fressen gerne, ja, und fressen auch viel. Voll die Fressmaschinen eigentlich. Das Fressma- ja? Genau, Fressmaschinen. Also die, das saugen die sich ja ruckizucki weg. Außer dass er da ein Blei runterschluckt, passiert nicht. Nein, definitiv nicht. Noch nie vorgekommen. Außer hast du ja gesehen, was wir da für Klötze drauf haben. Ja, schön. Genau. Also ruhig gut durchgeht, mache ich ja auch die ganze Zeit. Und dann kriegst du wirklich einen schönen festen Teig. Der also hast du jetzt einen Riesenboili. Ein Riesenboili, der ums Blei drum kommt oder genau, ins Blei reingedrückt wird. Ja. Das mache ich da gleich rein. Das ist eine tolle Möglichkeit, einfach auch nochmal, auch wenn man kein Grundfutter dabei hat, ne? Ja. Mal ruckzuck sich nochmal ja, so einen Teig fertig zu machen, um den Fisch dann auch gezielt zum Hakenköder zu locken, weil darum ging es ja. Wir haben ja gerade gesagt, genau, wir verteilen so viel hier unten. Warum soll der unseren Köder direkt finden? Und dadurch kann ich halt den Fisch wirklich relativ schnell zum Hakenköder locken. Die letzten Ruten werden gerade rausgelegt und jetzt heißt es warten, dass der Karpfen kommt. Langsam fängt es an zu dämmern, die Sonne geht unter, der Robin kontrolliert nochmal die Ruten. Ja, man sieht sehr gut, es ist wirklich sehr kalt geworden die Nacht, die Temperaturen sind wieder richtig in den Keller gegangen, oben der ganze Rollenkopf ist eingefroren, überall ist Eis drauf, dünne Eisschicht, es ist auf jeden Fall wieder kalt geworden, aber wir hoffen, dass wir trotzdem Fisch fangen können heute. Auch hier draußen ist ziemlich kalt. Das werfen wir nochmal neu aus. Und dann ja, legen wir uns hin und hoffen, dass wir gleich einen Fisch fangen. Die Nacht, die war wirklich kalt. Mein Hund, der hat auch richtig gefroren. Jetzt gerade geht langsam die Sonne auf. Ich werde jetzt gerade wach und habe mich jetzt entschlossen, schon mal ein paar Sachen zum Auto zu bringen. Und wie es sein soll, kriegt der Robin genau in den Augenblick einen Fisch drauf, wo ich gerade nicht da bin. Ja, richtig sauber. Jetzt gerade nochmal gerasselt. Früher Morgen. Es war wirklich richtig kalt die Nacht. Es war total kalt. Es ist ganz typisch, dass in dem Fluss da, wenn es so richtig knackig kalte Nächte haben, dass die Fische dann ganz früh morgens erst beißen. Und das Ding ist, der Johnny ist jetzt weg. Der ist gerade losgelaufen. Ich glaube, der wollte zum Auto. Und der war keine 2 Minuten weg und dann ging's los. Schön Schuppenkarpfen, glasklares Wasser haben wir. Kann den Fisch schon sehen. Ja, da kommt er hoch. Ist ein guter Fisch. Muss ich den noch sicher gelandet kriegen und dann haben wir's. Ah. Jawohl, ja! Da ist er. Richtig schöner Flussschuppi mit Stock im Drill. Das ist halt typisch für den Fluss, dass ich hier auch mal Stöcke, Äste, Kraut haben wir hier drin, Treibgut halt auch mal verfangen. Deswegen immer vernünftiges Material, vernünftig dicke Schnüre, dicke Haken. Und dann klappt das für den Fluss angeleitet total gut. Ja, toller Flussschuppi, den hole ich jetzt hoch. Ja, da ist er. Ein schöner, echt kräftig und kräftiger und langer Flussschuppi. Man sieht schon, die Fische haben unten einen kleinen Bauch angesetzt. Das liegt nicht daran, dass die hier so dick sind. Und generell, sondern es ist halt sehr früh noch im Jahr. Deswegen auch die kalten Nächte. Und die sind halt kurz vom Laichen. So, hier ist er. Und deswegen haben die einen relativ guten Bauch. Echt ein Wahnsinnsfisch, ey, total cool. Super, Robin, hat geklappt, ne? Ja, hat geklappt, war richtig gut, ey. Ja, war aber mega kalt, muss ich sagen, ne? Es war richtig kalt die Nacht. Du hast ja, ja gemerkt, ey, die letzten Tage waren schön warm. Jetzt haben wir so ein Wetter Umbruch gehabt und heute Nacht, es hat ja sogar ordentlich gefroren nochmal. Ja, Rollen werden zugefroren. Stühle, Eis, ja, also überall, war schon echt Wahnsinn, ne? War Eis drauf, ja genau. Ja. Aber die Fische haben halt gefressen, klar. Kein Wunder, ne? Der Winter ist eigentlich vorbei, es geht jetzt zum Frühling. Und ja, die Fische nehmen wieder Nahrung auf.
Ich habe eigentlich gedacht, das wird eine Nullnummer. Hast gedacht? Ich hab gesagt, Kälteeinbruch, ja. Boah, das wird doch nie im Leben was. Ja. Wirklich so. Irgendwann um 2 Uhr bin ich wach geworden, war am Frieren, habe meinen Hund an die Füße gepackt. Ja, komm ey. Ja. Das Augen zu und durch hier. Ja, ja genau, das ist halt der Angelplatz. Die tiefen Rinne einfach unten rein, ne? Wo die Fische unten durchziehen. Ja, und dann klappt das auch, wenn es relativ kalt ist. Geil. Ja, super. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und beim nächsten Mal fangen wir vielleicht noch mehr sogar. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Geil, jetzt freut ab mich. Nach Hause. Ja, ciao.